Ja, wir waren vor einiger Zeit hier auf dieser Wiese auf Ansitz. Da hinten befindet sich eine Kanzel. Und von dieser Kanzel hatten wir in ungefähr 160 Meter Entfernung einen Jährling entdecken können. Und 160 Meter sind jetzt schon eine recht sportliche Distanz, gerade von solchen Ansitzeinrichtungen, wo man manchmal je nach Position nicht die perfekte Auflage hat, aber nichtsdestotrotz dennoch eine Distanz, die absolut machbar ist. Und ich bin wirklich ein sehr routinierter Schütze. Ich schieße mehrere Wettkämpfe im Jahr, auch unter Stress. Und ja, fühlte mich einfach sicher, diesen Schuss abgeben zu können. Ich habe aber gemerkt, und das ist gerade dieses Problem, was wir hier momentan im Sommer haben, es ist sehr warm, das heißt, keiner von uns trägt eine Winterjacke. Und das hat zum Resultat, dass eben kaum Stoff als Polster zwischen dem Hinterschaft und deinem Herzschlag dient. Und ich habe dann gemerkt auf 160 Meter, dass das Absehen doch schon etwas stärker wackelt und habe mich dann entschieden, meine dicke Ledermappe zu nehmen, wo mein Jagdschal, meine WBKs drin sind, um mir diese hier unter die Brust zu legen, um einfach ein gewisses Polster zu haben, um dann unter Hilfe dieses Polsters einen sauberen und weitgerechten Schuss auch auf diese hohe Distanz abgeben zu können. Ja, der Bock, der lag. Der ist vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Meter gegangen, ist dann verendet. Wir natürlich total happy, unsere Sachen zusammengepackt, runtergefahren zu der Stelle, den Bock geborgen und plötzlich machte es mein Jagdschein. Was haben wir gemacht? Wir sind natürlich jede Sekunde ab dieser Zeit jeden Meter abgelaufen und haben geguckt, wo könnte dieser Jagdschein liegen. Wir haben natürlich an der Kanzel angefangen, weil es liegt ja nahe, dass wenn man aufsteht, dass dann der Jagdschein als Polster hinter der Weste herunterfällt und auf dem Boden liegt oder zumindest auch vor der Kanzel auf dem Boden liegt, aber alles das war leider nicht der Fall. Wir sind dann den Weg abgelaufen, haben wirklich geguckt, wo könnte dieser Jagdschein sein. Ja? Und ich habe mir damals schon gedacht, so Mensch, wie dumm bist du eigentlich? Du holst dir eine braunfarbene Ledermappe bei einem Hobby, was zu 100% auf naturfarbenem Boden stattfindet. Ja? Also ist ja auch echt saudumm eigentlich. Aber gut, das war dann eh schon zu spät. Wir haben weitergesucht, wir haben wirklich lange gesucht, konnten nichts finden, mussten dann natürlich erstmal den Rehbock versorgen, ja, haben das dann gemacht und es war dann auch schon dunkel, also das war dann gerade so der letzte Büchsenlichtschuss und da gab es eigentlich keine Chance mehr, wirklich was zu finden. Ich habe dann in dieser Nacht direkt noch an unsere Jagdbehörde eine E-Mail geschrieben, dass ich den Jagdschein verloren habe, dass ich aber direkt am nächsten Morgen, wenn ich aufwache, sofort ins Revier gehen werde und nochmal danach suchen werde. Ich wollte einfach die Behörde schon mal informieren, dass ich eben diese Situation erlebt habe und dass der Jagdschein momentan weg ist. Ich wollte absolut keine rechtlichen Konsequenzen haben und hatte da auch so ein bisschen die Angst, was passiert jetzt? Ich habe dann auch im Internet gegoogelt, ja, ist die Zuverlässigkeit weg, wenn man den Jagdschein verliert? Da die Dinge, die ich im Internet gefunden habe, die waren so ein bisschen, sage ich mal, besänftigend. Man war dann so ein bisschen beruhigt, ja, dann habe ich mir gedacht, ich melde das bei der Behörde. Weil für mich kam das so ein bisschen in der Analogie zu einer Art Fahrerflucht, ja. Wenn was passiert, dann steh dazu und dann verschweig es nicht. Weil was würde passieren, wenn der dumme Zufall es will und hier läuft jemand lang, findet meinen Jagdschein, weiß, wie der Hase läuft, geht in den Waffenladen, kauft sich mit meinem Jagdschein eine Waffe und ich bin dann der Depp. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich schon direkt die Behörde informiert. Hab morgens gesucht, hab leider nichts gefunden. Ja, das war auch richtig scheiße. Und ja, was war eine Besonderheit? Eine Besonderheit war, dass wir den Bock auf einer Wiese erlegt haben, die eingezäunt war und auf dieser sich Kühe befanden. Die Kühe waren zum Zeit des Bergens und zum Zeit des Schusses weit weg entfernt, allerdings nicht zum Zeitpunkt ansonsten. Das heißt, die hatten alle Zeit der Welt, um vielleicht mal zu gucken und jeder, der schon mal mit Kühen zu tun hatte, der weiß genau, wie neugierig die sind, dass die alles anfressen, alles ins Maul nehmen, herumtragen. Und ich vermute heute noch, weil wir haben auch am Nachmittag, nachdem wir nochmal gesucht haben, mit einem Jagdkollegen nichts gefunden, dass die Kühe meinen Jagdschein gefunden haben, drauf rumgekaut haben und den irgendwo auf einer riesigen Wiese, ja, verteilt haben. Wir haben ihn nie wieder gesehen, er war weg und ich habe letztendlich eine Verlusterklärung bei der Behörde gemacht. Ich habe dann wirklich das offizielle Dokument ausgefüllt, dass diese Daten eben alle weg sind.
Die Behörde war sehr kooperativ, ja, die war auch sehr korrekt. Das war echt, also war auch ein cooles Gefühl, weil man macht sich ja schon so seine Gedanken, so Mist, ist jetzt meine Zuverlässigkeit weg? Und es ging auch alles relativ schnell. Ich glaube, das hat nicht mal eine Woche gedauert. Da hatte ich einen neuen Jagdschein und alle WBKs waren neu ausgestellt und mir zur Verfügung gestellt. Und da gab es dann natürlich auch so eine weitere Sorge. Ich habe dann gedacht, so, ja, okay, wenn ich mal alles summiere mit den ganzen Waffen, die ich habe, die ganzen WBKs, der Jagdschein, wenn ich das alles einzeln beantragen würde, da wären das ja, keine Ahnung, vielleicht sogar vierstellige Beträge. Und da hat es mir auch schon so ein bisschen gekraust und ich dachte so, Mist, ey, wird das jetzt so teuer? Aber es war ein sehr, sehr niedriger, dreistelliger Betrag, der absolut akzeptabel war. Und ich hatte meine Dokumente wieder. Ja, jetzt wird sich der eine oder andere von euch denken, ja du Trottel, lass doch deine Dokumente auch einfach im Auto. Ich kann das nicht, ich kann nichts Gegenteiliges sagen. Es war dumm, ja. Es heißt ja, die Dokumente sollen am Körper oder sollen vorzeigbar sein, ja. Aber machen wir uns nichts vor, wir parken keine 3000 Kilometer entfernt von der Kanzel, sondern in der Regel 200, vielleicht 300 Meter. Selbst wenn die Dokumente dann dort liegen würden und es kommt zu einer Kontrolle, dann hätte man ja relativ einfach die Möglichkeit, dem Kontrollierenden zu sagen, Achtung, komm her, wir gehen da mal hin, ich zeig dir alles. Ich finde, es gibt keine perfekte Lösung, weil wenn ich so weit weg parke und mein Auto vielleicht nicht einsehen kann, kann es ja auch sein, dass falsche Leute mein Auto finden, die Scheiben einschlagen, meinen Rucksack rausklauen oder was weiß ich und meine Dokumente haben. Also der perfekte Fall gibt es irgendwie nicht. Nichtsdestotrotz habe ich daraus gelernt. Ich habe mittlerweile ein Jagdschein-Etui, das habe ich mit orangefarbenem Panzerband eingewickelt. Ja, also ich glaube, das siehst du auf 100 Meter, oder nee, auf 500 Meter, damit sowas nicht mehr passieren kann. Sollte euch mal sowas passieren, appelliere ich an euch, seid ehrlich, kontaktiert die Behörde, beißt in den sauren Apfel, es ist nun mal so und es wird nur schlimmer, wenn ihr nicht richtig reagiert. Und sollte jetzt der ein oder andere von euch auf die Idee kommen, sagen, hey, ich weiß ungefähr, wo der wohnt, ich schaue mal, ob ich was finde. Wenn ihr es findet, viel Spaß damit, ihr könnt damit nichts mehr anfangen. Die Nummern sind alle für ungültig erklärt im System, ihr könnt damit keine Waffen mehr kaufen. Die Dinger sind sozusagen nutzlos, sie sind auch zur Sachfahndung ausgeschrieben. Also ihr macht euch wahrscheinlich sogar noch strafbar, wenn ihr mit diesen Dingen rumrennt. Deswegen versucht es gar nicht. In diesem Sinne, passt immer auf eure Sachen auf, Weidmannsheil.